Birkmannsweiler im 20. Jahrhundert. Ein Bauern- und Handwerkerdorf. Wir sehen im ersten Bild das Zentrum des Dorfes, hinten die Kirche rechts, das Gasthaus zur Sonne und links die damalige Bäckerei Schwarz. Es war nach einem Brand, an dem die Scheune von Friedrich Bielmeier abgebrannt ist. Hier ein Blick die Dorfstraße entlang, der Brunnen oben beim Haus Hugo Rummel, David Klöpfer, ein Pumpbrunnen. Und unten sieht man noch das Milchhaus, dort war ein laufender Brunnen. Ein Blick durch die Dorfstraße, rechts das Gasthaus zur Krone, noch mit dem schönen Wirtshausschild. Und nun das Haus Jakob Rommel, heute abgerissen, dort ist der Parkplatz der Firma Eger. Musiziert wurde schon in den 20er Jahren in Birkmannsweiler der Mandolinenverein, immer flott unter der Leitung von dem natürlich obligatorischen Jakob Klöpfer, dem Musik-Jakob. Das erste Motorrad im Dorf, sicher das erste Motorrad. Die Aufnahme stand aus dem Jahr 1928. Der Fahrer ist Eugen Kögel. Er ist 1924 nach Argentinien ausgewandert, kam zwei Jahre später krank zurück und auf dem Sozius Hermann Kögel, sein Bruder, der Vater von unserem Ex-Fußballer Rudolf Kögel. Nun die Feuerwehr. Die Motorräder wurden mehr. Es gab zwei, drei im Dorf. Das hier ist eine 200er NSU. Und vorhin hat jemand gesagt, da sitzt ja du drauf. Nein, das ist mein Vater, er sieht mir ähnlich wahrscheinlich. Auf dem Rücksitz mein Schwiegervater Adolf Bielmeier. Dass Sie das werden, wussten Sie damals natürlich noch nicht. Und nun ein Bild. Man sieht, auch damals haben die Gastwirte schon ihre Möbel ins Freie gestellt. Dieser Tisch ist mir aus meiner Jugendzeit, ich habe in der Nähe gewohnt, ganz gut in Erinnerung. Auf dem Bild rechts der damalige Büttel, Wilhelm Müller, dann vorne sitzend der Bäcker Kohler, Karl Kohler und hinten der Kronenwirt Eugen Frank. Auch gebadet hat man damals schon. Natürlich nicht im Schwimmbad, sondern im Buchenbach. Das Wasser, das war glasklar, wenn auch 100 Meter weiter oben irgend an einem Ast eine Katze oder ein Huhn hing. Das war damals schon mal drin. Nun ein Bild von dem vielen Hochwasser, das wir im Tal hatten. Der Buchenbachhof und links ist noch die Kelter ersichtlich, die bis zum Kriegsende noch bewirtschaftet wurde, das heißt nicht als Kelter, aber als Lagerraum für Heu. Ein Bild aus meiner Jugendzeit. Ihr wisst ja, ich war Vorsitzender des Reitervereins. Damals habe ich das Reiten gelernt. Zugpferde gab es nicht viele im Dorf. Es waren vier Pferde im Dorf, im Burgartshof auch vier. Und sonst wurden mit den Kühen gearbeitet. Traktoren gab es überhaupt noch nicht. Nun eine Zeit, die uns Älteren noch gut in Erinnerung ist. Auf der Rückseite dieser Postkarte steht Stammlager 180, Ferienlager der HJ 1938. Und so sah die Kelter im Jahre 1950 aus. Sie wurde dann zu dem Bau der Siedlerhäuser rechts vom Friedhof verwendet. Die Kelter war unterkellert, ein riesiger Keller, und das gab natürlich sehr viele Steine, um die Keller der damaligen Flüchtlinge oder Neubürger zu erstellen. Gefahren wurde mit den Kühen. In der Landwirtschaft hat alles mitgearbeitet. Die Tochter, der Vater auf dem Wagen, die Mutter hat gegabelt und hinten die Großmutter ist auch dabei. Und diese Großmutter, man nannte sie die Kronamene. Sie hat Wilhelmine geheißen, hat hinter der Krone gewohnt und war meine Großmutter. Und um ihre Person ranken sich viele Legenden und Sprüche. Einen muss ich unbedingt loswerden. Und sie hat einmal gesagt, in der Zeit, der Adenauer, schon wieder Rentenerhöhung, ich will doch nicht weiter. Birkmannsweiler
hat damals von Kirschen und Beeren gelebt. In Winnenden war ein Lazarett und die Mädels der BDM, heute sitzen die Frauen alle hier ohne Uniform unter uns, haben Erdbeeren gesammelt und ins Lazarett nach Winnenden gefahren. Dann der erste Ausflug nach dem Krieg 1951, der Gesangverein, damals noch Männergesangverein, nach Oberstdorf. Die Milchgenossenschaft, sehr zahlreich, es sind 71 Personen auf diesem Bild. Damals wurden von über 100 Betrieben wurde hier Milch angeliefert. Das war also der größte Verein sicher im Dorf. Dann der Männergesangverein oder der damals schon gemischte Chor in Großhebach bei einem Festzug. Und hier der erste Italiener im Dorf. Tatsächlich, das war 1958. Er hatte noch niemanden, mit dem er reden konnte. Und er war also derart in das Dorf integriert. Wenn wir in Geildorf Fußball gespielt haben, war der Guido dabei. Als der Gesangverein seinen Ausflug auf den Hornberg und ins Wehental machte, war der Guido dabei. Er gehörte zum Dorf. Im nächsten, zweiten, dritten Jahr kamen dann die Verwandten und da haben sich die Italiener sehr verwehrt. Die Brücke hier im Dorf, ja. Die Brücke zum Buchenbach, auch eine schöne gewölbte Brücke. Sie wurde im Zuge der Bachbegradigung abgerissen. 1958 hatten wir sehr viel Schnee. Hier sehen wir Richard Hill mit dem Pferd seines Vaters. Er fährt den Schnee in den Bach vom Haus weg. Und ich bin damals mit meinen Kindern gefahren am Forsthaus vorbei durch den Wald. Das war eine tolle Fahrt nach Rettersburg. Und man höre von Rettersburg über Hobelsboom und den Erlenhof auf der Landstraße bis nach Birkmannsweiler. Nicht geräumt, nicht gestreut, nicht gesalzen. Es war noch Winter. Schön damals. Die Fußballmannschaft von 1939. Zwei dieser Jungen sind heute lebend noch unter uns. Alle anderen sind im Krieg geblieben oder inzwischen verstorben. Und das war die Jugendmannschaft unter Eugen Rommel. Wir haben damals 42 Spiele gemacht, ohne zu verlieren. Tatsache, ich war dabei. Das heutige Backhausteam, da sind nicht alle Frauen drauf. Es wurde ja früher tagtäglich in zwei, drei Schichten im Backhaus gebacken. Heute sind es noch 9 Familien, die regelmäßig ihr Brot und ihren Salzkuchen im Backhaus backen. Und ich sage immer, der einzige Verdienst, den ich hatte als Gemeinderat, war der, dass das Backhaus noch steht. Die Alten wollten es immer abreißen. Ich habe dafür gekämpft. Es steht noch, ist heute brauchbar, wenn er fest ist, kann man Salzkuchen austeilen. Und dann ging es so langsam mit unserer Selbstständigkeit zu Ende. Alle wissen, wie das war. Die Stadtoberhäupter und die Gemeinderäte kamen von der Kirche Richtung Jahnstraße und wir das Dorf oben runter mit Blaskapelle, Pferdegespann, Leichenwagen und viel Bevölkerung. Und dann haben wir unten den Sarg dummerweise im Boden versenkt. Zu einem späteren Festzug mussten wir dann wieder einen anfertigen. Das war das Ende unserer Selbstständigkeit.